Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, mit der Schule ist das so eine Sache. Jeder von uns hat Schule erlebt, ob er nun wollte oder nicht, gute und schlechte. Dieses gemeinsam Erlebte macht jeden in der Gesellschaft zu einem sogenannten Bildungsexperten. Und jeder Experte meint zu wissen, wie man Schule zu gestalten hat. Herr Büttner, Sie kritisieren, dass der zu vertretende Unterricht fast 10% beträgt, die Vertretungsreserve jedoch nur 3. Der bundesweite Schnitt der Vertretungsreserve beträgt 2,5%. Der PISA-Spitzenreiter Baden-Württemberg, viele Jahre CDU und FDP regiert, hat nur eine Vertretungsreserve von 1,5. Wir liegen somit im oberen Bereich im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Die Milchmädchenrechnung, die Sie aufgemacht haben, 10% zu vertretender Unterricht minus 3% Vertretungsreserve ist gleich 7% Unterrichtsausfall, ist vom Ansatz her falsch. Welche Stellschrauben haben Schulen, um überhaupt ihren Bildungsauftrag nachzukommen und dem Unterrichtsausfall entgegenzuwirken? Hierzu muss man wissen, dass erstens es Regelunterrichtsstunden gibt, welche gesetzlich vorgeschrieben sind. Zweitens, es Teilungs- und Förderstunden, welche auf der Grundlage der Schülerzahlen und der diagnostizierten Schüler mit Förderbedarf gesetzlich fixiert sind. Und drittens, zusätzlich, und die Betonung liegt auf zusätzlich, zusätzliche Förder- und Teilungsstunden, die auf der Grundlage der 3% Vertretungsreserve erteilt werden. Diese 3% Vertretungsreservestunden werden von den Schulen in Zeiten, in denen alle Lehrer anwesend sind, natürlich für Begabtenförderung oder individuelle Förderung zusätzlich genutzt. Bei Fehlzeiten werden diese Schmankels, so haben wir sie mal bezeichnet, natürlich zur Vertretung eingesetzt, wofür sie ja auch gedacht sind. Aber auch Klassen- und Kurszusammenlegungen sind eine legitime Form der Vertretung. Vertretungsunterricht oder Zusammenlegung von Gruppen sind nicht automatisch Indikatoren für schlechten Unterricht. Jede Schule hat übrigens dazu ein Vertretungskonzept, welches bei Krankheit von Kollegen zur Anwendung kommt, um einen qualitativ guten Vertretungsunterricht zu gewähren. Was das Pilotprojekt inklusive Schule betrifft, kann ich sagen, Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, sind gut ausgestattet und haben auch hochmotivierte Lehrer. In einem Punkt gebe ich Ihnen aber recht. Auch ich wünsche mir noch viel mehr Lehrer in unserem Land, für die der Lehrerberuf Berufung ist. Ich sehe es auch als dringend erforderlich an, genau wie Sie, etwas für die Gesundheit der Lehrkräfte zu tun. Hier ist das Land auf einem guten Weg. Man hat die Notwendigkeit eines Gesundheitsmanagements erkannt und so führt das Ministerium Gespräche mit Krankenkassen und Verbänden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Projekt Anschubtransfer. Der Wunsch zur Vertretung externe Lehrkräfte einzusetzen ist löblich, aber unrealistisch und wird unseren Ansprüchen an qualitativ guten Unterricht und Vertretungsunterricht nicht gerecht. Dass Weiterbildungsveranstaltungen gelegentlich in die Unterrichtszeit fallen und somit Vertretungsstunden hervorrufen, stimmt. Hier liegt es aber in der Verantwortung der Schulleiter, ob er diese Fortbildung genehmigt oder nicht. Hier würde ich mir genau wie Sie wünschen und auch fordern, dass für alle Lehrer Fortbildungen nach dem Unterricht am Nachmittag oder in den Ferien stattfinden. Mit den Englischfortbildungen in den Ferien ist dabei ja schon ein guter Anfang gemacht. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie Sie wissen, ich bin viele Jahre Grundschulleiterin gewesen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, in Brandenburg ist sehr wohl ein qualitativ hochwertiger und wertvoller Unterricht und Vertretungsunterricht möglich, der den Schülern den notwendigen Spaß am Lernen vermittelt. Was meine ich damit? An meiner eigenen Schule hatte ich in der Vergangenheit einen Vertretungsbedarf von 5-7%. Im ersten Halbjahr 2012 gab es an meiner alten Schule einen Vertretungsbedarf, nachzulesen im Internet, von 5,2%. Ausgefallen sind aber tatsächlich nur 0,9% der Unterrichtsstunden. Dabei ist die Vertretungsreserve zu 1,8% in Anspruch genommen worden. Verlässliche Schule fängt bei gutem Management an, nicht primär mit einer weiteren Erhöhung der Vertretungsreserve. Und im Übrigen, die Zeiten des alten Schülerspruchs,
Wenn alles schläft und einer spricht, das war guter Unterricht, das ist längst vorbei. Danke.